Oh, Waffen. Oh, ihr seid ja größer, oder? Das wirkt nur so, weil ich so klein bin. Für Helm. Das ist schon der richtige Kultruf geworden. Irgendeiner schreibt jetzt immer nur die Parts. Für Helm. Auch im Livestream dann andauernd. Für Helm. Ich denke, ja, ist klar. Herrlich. Wir haben unseren neuen Bot. Ja, genau. Au. Hä? Hat er sich aufgelöst? Ja, weil ich ihm mit meinem Zauber den Rest gegeben habe. Ich denke, wo ist Zern denn gewandert? Au. Versuch das nochmal. Das ist aber ganz hilfreich, ne? Ja, Helm. Das zieht nochmal so 50 Schaden ab. Ja. Nee, das macht 50 Schaden. Ja, so ungefähr, warte. Nee. 15 bis 30. Nee, weil du sagst, es zieht Schaden ab. Das wäre ja hohl. Oh, das bin ich. Geil. Oh. Ich möchte Stärke. Weil das ist mein größter Kritikpunkt. Guck, Ausdauer. Das ist nämlich die Traglast. Dieses Talent erhöht ihre Traglast. Da könnte ich natürlich noch was raufhauen. Oh, du machst Kampf mit zwei Waffen. Ja, aber... Mit zwei Kampfwaffen, meine ich. Wo war denn das? Da. Nee, das war ja mit zwei Waffen. Ja, mit zwei Waffen gleichzeitig zu kämpfen, das habe ich ja nicht. Zwei Handwaffen ist noch wieder was anderes. Das kann ich nämlich gar nicht machen. Weil ich das nicht darf. Du darfst es schon, aber bringt ja nicht so viel. Richtig. Ich mach noch einmal Ausdauer. Dann habe ich noch drei übrig. Ja. So. Fertig. Und ich darf nicht. Du darfst nicht, haha. Mann. Warte mal ab, bis ich mein richtiges Schwert dann hab, dann geht das richtig ab. So. Ratten. Die krieg ich wenigstens auch noch schnell tot. Das dürfen wir wieder. Durch meine Hilfe. Dann geht's wieder hoch. Da geht's hoch. Nicht runter, sondern hoch. Noch ein Jesus. Ja. Nur ohne Jesus. Mhm. Ich glaube, hier gibt es gleich irgendwo einen Hebel dann wieder. Ah, auf einmal geht's. Achso, die gehen selbst auf. Ach, der will auch mitmachen. War das eine Waffe? Ja, ne? Ich komme erstmal zu dir. Das ist eine nette Idee. Weil ich sowieso den nicht tot kriege, brauche ich eine halbe Stunde. Kann man da Unterschiede feststellen? Sind die Bogenschützen ja eigentlich stärker als die mit dem Schwert? Ich würde mal sagen, die Bogenschützen halten nur weniger aus, ne? Weil die ja normal eher auf Fernkampf. Ja, eigentlich müsste das logisch sein, ja. Sehr, sehr lecker. Da oben ist eine Schatztruhe drin. Wie kommen wir denn da hin? Von hier? Nee. Da will ich aber hin. Das scheint eine Geheimwand einfach nur zu sein. Da ist es nämlich was eingezeichnet. Pass mal auf, komm mal her. Ja, warte. Einfach hier an der Wand. Irgendwo da muss was sein. Oder vielleicht von den Dings hier aus? Hier ist was eingezeichnet. Hier ist ein Durchgang eingezeichnet. Vielleicht wenn wir irgendwie einen Hebel betätigen. Meinst du, die geht dann auf? Oder hier von der Zelle aus? Nee. Also laut Karte von vorne. Ja, nee, Raum sieht man ja sogar. Hier, an der Kette ziehen. Ich habe an der Kette gezogen. Achtung. Ja. Und ich mach sie auf. Die Rüstung. Ach, ich dachte, ich wäre da drin. Dabei warst du das. Scheiße. So. Hast dich schon gefreut, ne? Ja, ich krieg alles. So. Wahrscheinlich ist da hinten jetzt noch die Tür auf. Ah, ne, noch ein Hebel. Okay. Jetzt ist die Tür auf. Irgendwo hat sich eine Tür geöffnet. Nein. Wo mag das wohl sein? Das sind so Ghule. Anscheinend. Ghouls. Ghule. Tolle. Ja, dann. Okay, erstmal machen wir dich klar. Vorsichtig, nicht Kreis drücken, viel drücken, einfach so. Nicht Katakomben betreten, so. Genau, da ist richtig. So, haben wir wieder was. Das ist aber selten, dass wir mal nach oben gehen. Normalerweise geht es immer weiter runter. Jetzt gehen wir in die Katakomben. Okay, bei Haus Blutmoor ging es auch nach oben. Auf dem Dachboden. Stimmt, da gibt es einmal Dachboden, aber ich glaube zwei Keller, ne? Also einmal. Mm, ja. Ja. Und dann ist hier die Lumina. Nee, Lucia, Lufia, irgendwie sowas. Ihr habt die Grüfte von Haus Feldan gesehen, Lebender. Dafür sollt ihr sterben. Das ist eine sehr nette Begrüßung. Feldan, Bart, was? Dies ist die Wiege des Hauses Feuerwind. Schwarzköpfiges Gespenst, so sei es denn.
Ich konnte aber so ein bisschen. Es war das Haus von Feldan, bevor es ein Großbrand zerstörte. Feuerwind ist das Pfaffenhaus, das Arogasia auf seine Ruinen gebaut hat. Verflucht sei ihre Seele. Warum verflucht ihr sie? Weil ihre Verwegenheit die Scham von Feldan ans Licht bringen könnte. Dass diese abscheulichen Ghule alles sind, was von einer einst glorreichen Familie übrig geblieben ist. Also sagt man doch Ghule und nicht Ghuls. Wie ist das geschehen? Vor Jahrzehnten geriet meine Familie in einen zerstörerischen Teufelskreis hedonistischer Dekadenz und Sadismus. Im Laufe der Jahre wurde sie so verdorben, dass sie sich in blutschänderische, mit Drogen vollgepumpte Kannibalen verwandelte. Okay. Die Verstorbenen standen als fleischfressende Ghule wieder von den Toten auf. Als Geist konnte ich all diese Gräueltaten nur untätig mit ansehen. Durch ein Unglück wurde das Haus zerstört, wodurch jeder Beweis der schrecklichen Geheimnisse von Feldan vernichtet wurde. Bis jetzt. Die Hölle soll diese gemeine Frau verschlingen. Aber ihr könnt mir helfen. Ihr müsst das Haus erneut zerstören und mit ihm die Scham und Schande des Hauses Feldan. Jetzt ist die Frage, soll ich ihm ein bisschen Geld entlocken und sagen, ich arbeite nicht umsonst oder ja, weiß ich auch nicht. Ich kann euch nichts versprechen. Ne? Dann mache ich das hier, oder? Ja, hört sich besser an. Seid versichert, dass ihr für eure Mühe belohnt werdet. Das ist ja gut. Die Feldans drücken sich nicht vor ihren Schulden. Das ist gut, dann machen wir, ich tue, was ich kann. So. Solltet ihr Erfolg haben, werden wir uns wiedersehen, Lebende. Dann werdet ihr die Dankbarkeit des Hauses Feldan kennenlernen. Okay. Lebt wohl. Also wisst ihr Bescheid, keine Drogen nehmen. Genau. So. Dann werdet ihr auch hässliche Ghule. Das ist auch so sinnvoll. Das ist hier, wir haben gerade eben gespeichert und haben sie hier den nächsten hinten gebaut. Was soll das? Ich verstehe das manchmal nicht. Hätten sie den anderen auch oben da eben weglassen können. So. Oder den hier unten. Ja. Aber hier kann man wenigstens den Dialog dann noch mit abspeichern. So, jetzt sind wir also irgendwo in den Katakomben. Ja, komm. Ne, das ist kein Glück. Das ist ein Skelett. Und eine Ratte. Ich nehme beides. Ja. Und Ratte. Und noch einer. Alles kaputt machen. Vielleicht kriegst du auch gleich ein Level up. Wäre schlimm, wenn nicht. Aber ich glaube, beim ersten Level up war ich ein bisschen eher dran als du, ne? Weil du ja am Anfang gestorben bist. Ja. Und wenn ich wusste, dass wir einfach zum Speicherstand gehen müssen. Wahrscheinlich kriege ich eher ein Level up, weil ich schon so oft gestorben bin. Das wäre voll unlogisch. Weil sie Mitleiter haben. Hier, der muss ein bisschen stärker werden. Gib dem mal noch ein bisschen was. Oh, das ist wieder so unübersichtlich hier. Wieder so 1000 Gänge. Also zwei. Ja. Ja. Na, vielleicht gehen wir jetzt ja ausnahmsweise mal den falschen Weg. Also den richtigen, so gesehen. Das glaubst du wohl selbst. Ja, wer weiß. Unsere Taktik klappt ja auch nicht, dass wir mit Absicht den anderen Weg gehen wollen. Also auf dem Flohmarkt hat's geklappt. Auf dem Flohmarkt hat's geklappt, das stimmt, ja. Das ist wahr. Dumm. Für Helm. Wir haben schon 30.000 Gold. Ja, wir sind gar nicht. Eigentlich könnten wir auch mal wieder zu diesem Zwergtyp wieder gehen und wieder Erfahrung kriegen. Ach stimmt, die müssen wir, ja, das machen wir danach dieser Mission am besten. Allzu lange wird die, glaube ich, nicht mehr gehen. Wir sind jetzt schon in den Katakomben. Also ich hätte ganz gern vorher schon mal ein neues Schwert. Vielleicht finde ich ja hier zufällig auch eins, das wäre auch geil. Was ungefähr gleich stark ist, so wie... Genau. Nein, wie mein Kolben hier. Oh, wir haben Tatsache die Sackgasse gewählt, oder? Oder ist, kommt da noch was? Vielleicht kommt da ein Geheimgang. Nee. Ey, geil. Cool. Wir haben das Richtige gemacht. Alles richtig gemacht. Bin stolz auf uns. Ich hab schon mal ein bisschen auf dem Flohmarkt geübt. War da gerade noch was? Ich hab auf nicht. Ein Ring. Ich da. Kann den. Achso, da bei dir. Was war auf dem Flohmarkt nochmal? Haben wir schon mal geübt heimlich. Ja, das stimmt. Nur halt ohne Waffen. Ja. Das käme, glaube ich, nicht ganz so gut. Ich weiß auch nicht. Hier, da. Oh, das da ist mir zu viel los. Das war links. Der Ghoul kommt hinterher. Die kriege ich schneller tot als
dieses hier Skelett genannt. Und wahrscheinlich ist das hier einfach so ein Kreislauf. Aber da liegt Gold, das hole ich immer eben. Ja. Und ich komme dann wieder. Derweil könnt ihr auch mal eine geilere Waffe gebrauchen. In dieser Keule, der kämpft ihr auch schon seit, keine Ahnung, 10, 20 Parts. Oh, ich sehe eine Truhe und ich sehe einen Duo. Ich sehe zwei Truhen. Ich sehe drei Truhen. Ich mach die Truhen. Achso. Ist nur Gold drin. Und Trank. Ja, oh, immerhin, ne? Unten war nichts mehr? In der Ecke hier? Ein Waffenständer vielleicht? Schade. Ne. Ja, dann müssen wir jetzt doch den großen Bereich da vorne. Ne, hier links geht auch noch weiter. Ich will ja. Achso. Ich glaube, oben geht nämlich weiter. Ganz ich wollte gerade versuchen, das mit meiner Armbrust etwas zu lösen. Das Durcheinander. Aber okay, machen wir gleich. Ach, da kommt einer raus. Ach, kam ja auch. Den hab ich nicht gesehen. Ja, nun schrei doch nicht immer so. Der hat immer Schmerzen, der Kerl. Und ich hau immer hinter dir auf deinen Rücken, während du kämpfst. Auch interessant. Ist hilfreich. Du kannst dich nach vorne schieben. Ich stell mir das jetzt echt vor. Du kämpfst da und ich hau dir währenddessen mit der Axt in den Rücken. Oh, geil. Oh, der hat auch Spaß. Er krabbelt immer gegen die Wand. Beziehungsweise gegen die Särge. Gold. Das ist kein Geheimgang. Sah aber fast so aus. Alles hier? Haben wir doch wieder den richtigen Gang genommen, ne? Ja, so gesehen schon. Aber ich hatte jetzt mit irgendwas mehr gerechnet. Gut, dann schalte ich jetzt mal um auf meine Armbrust und versuche damit mal ein bisschen was zu reißen. Die nutze ich eigentlich viel zu selten. So, vorsichtig. Bleib aber nämlich gleich hier um Ecke. Achso, da noch nicht. Einen weiter. Hier um Ecke hier stehen jetzt. Und ich schieße von hier schon mal rein. Ich sollte auch treffen. Die haben ganz schön starke Pfeile, ne? Krass. Komm, wie die sich gegenüberstehen und einfach nur stumpf Beine mit Pfeilen beschießen und keiner stirbt. Warte mal, ich... Seid mir lieber da auf Nahkampf, oder nicht? Ich weiß nicht, ich kann's ja machen. Ich versuch's mal und dann nehme ich hier meinen Präzisionsschuss. Ich habe ja genug Magie hier. Komm, ein bisschen dichter ran, dann kann ich nichts sehen. Ich sehe gar nichts. Komm, wir locken nur so einen raus, ja. Keine Energie mehr, schon weg. Ja, okay, dann ist es erledigt. Ich komm schon. Nimm noch einen. Nun geh doch mal tot. Ich hab einen tot gekriegt, geil. Ich schon zwei. Doch schon. Also immer mehr als ich. Drei. Jetzt klaut er mir noch einen Kill. Ich will ihn haben. Nur ich den. Vier. Weißt du was? Ich mach die Kisten kaputt. Da kommt noch mehr raus, es kommt noch mehr. Da liegt eine Zweihandachse. Ich kann schon wieder nichts tragen. Ja, ich nehme die gleich. Ich werd schon wieder voll. Ja. Guck, wie lange ich schon auf den einklopf. Das ist doch nicht normal. Hört sich gerade an wie Donald Duck. Miau. So. Haben wir jetzt erstmal alle hier, ja? Oh, hier geht's auch noch weit. Oh. Ist das der Hauptweg? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Also Ratten kriege ich tot. Ghule auch.